Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich erzähle mal ein bisschen eine Geschichte. Machen wir ein bisschen Märchenstunde zum Start. Das seid ihr ja eh von mir gewöhnt, dass ich zu viel erzähle. Also, es war einmal ein junger Ben, der auf dem Papier gerade erwachsen geworden ist, also der 18 wurde. Ja? Und der junge Ben, der 18 wurde, hatte, seit er ungefähr 15 war, im Grunde ein großes Hobby, das tatsächlich viel wichtiger war als alle anderen Hobbys, die er so hatte. Nämlich war er gern draußen unterwegs und hatte eine besondere Vorliebe für Trekkingtouren entwickelt und hatte die Erfahrung gemacht, als er mit 15 und mit 17 jeweils eine größere Trekkingtour unternommen hat in der Gruppe, wohlgemerkt von einmal vom NABU. Also NAJU genau genommen. Ne, NABU ist der Naturschutzbund Deutschland, den kennt man. NAJU ist deren Jugendorganisation. Ja? Und die haben eben auch Trekkingtouren für naturbegeisterte Jugendliche organisiert. Da bin ich ihnen auch nach wie vor sehr dankbar für. Und da durfte ich mit. Hatte ich mich rechtzeitig für beworben, war dann sehr froh, dass ich einen Platz gekriegt habe. Und das war durchaus für das, was da geleistet wurde, war das auch recht günstig, weil es halt auf ehrenamtlichen Arbeit basiert hat und man im Grunde nur seine wirklich entstandenen Kosten selber tragen musste. Das war also ganz, ganz toll und man konnte auf diesem Wege viel Erfahrung sammeln. So, beide dieser Touren, sowohl die, als ich 15, als auch die, wo ich 17 war, waren mit TARP. Ja? Und bei beiden Touren hatte ich zwar saumäßig Spaß draußen, aber ich habe auch teilweise selber erlebt, teilweise bei den anderen miterlebt, dass so ein TARP für skandinavisches Hochgebirge vielleicht nicht unbedingt eine Unterkunft ist, die so richtig komfortabel ist, vorsichtig ausgedrückt. Also entweder wurdest du von Mücken gefressen, da hatten wir wohl noch so Mückennetze zum Reinhängen, das hat einigermaßen geholfen. Aber dann kam noch erschwerend dazu, dass wir auch Deppen waren in dem Alter und nicht in der Lage, die Tarps richtig vernünftig aufzubauen. Heutzutage würde ich da schon sagen, dass ich einen sturmstabilen Aufbau mit dem Tarp hinbekomme, dass das dann hinterher nicht wegfliegt. Damals nicht. Ja? Und weggeflogen ist es zwar nicht, aber es gab Wassereinbrüche und irgendwann mussten wir uns dann in eine Sami-Hütte retten, also eine Hütte der skandinavischen Ureinwohner, und da dann über dem Feuer quasi Schlafsäcke trocknen, weil einige von uns, und dazu gehörte auch ich, eben zu blöd waren, nachts nochmal rauszugehen und ihr im Winde flatterndes, mehr oder weniger, Tarp nochmal nachzurichten. Das heißt, ich habe mit dem Tarp damals schon so ein paar Erfahrungen gemacht, die einen heute wirklich drüber nachdenken lassen, dass man seinen Tarp verdammt nochmal gut festmachen sollte, wenn man dann mit dem Tarp übernachtet. So, da ich allerdings da noch nicht so ganz der Meinung war, dass Tarp vielleicht so hundertprozentig die allerbeste Option für Touren in skandinavischen Hochgebirge ist, ist es auch nicht, vorsichtig ausgedrückt, ja, dachte ich mir, ich bräuchte ein Zelt. So. Und dann habe ich lange, lange im Keller gesucht, nachdem mein Vater keine Ahnung mehr hatte, wo das denn bitte abgeblieben sei, und habe sein altes Wildniszelt aus seiner Wildnistourphase gefunden, ja, mit dem er eben in Schottland unterwegs war, in Norwegen, in Schweden unterwegs war, also so die Länder, die ich auch wahnsinnig gerne bereise, so die Klassiker, ne? Und da im Großen und Ganzen Pflanzen gesucht hat, ne? Botaniker halt. Das mache ich ja heute auch, ehrlich gesagt. Es sind zwar ein bisschen andere Pflanzen, nicht die ganz kleinen, mehr die etwas größeren. Aber naja gut, der Apfel fällt in diesem Fall wohl nicht allzu weit vom Stamm. Jedenfalls, dieses Zelt habe ich dann tatsächlich gefunden und habe es mit meinen beiden Kumpels erstmal aufgebaut. Und dann wollten wir da auch eine Nacht drin nächtigen, was wir auch getan haben, und auf dem heimischen Acker. Und das Resultat war, dass am nächsten Morgen leider beim Versuch, aus dem Zelt zu kommen, einer meiner beiden Kumpels so doof in die Zeltstange gekracht ist, dass die dann hinterher hin war und keiner so genau wusste, was man denn jetzt tun soll, außer, ja, jetzt ist das Zelt halt kaputt. Es war ohnehin saumäßig schwer, ich hätte es nicht tragen wollen. Und ich war dann ziemlich down, dass das Zelt kaputt war. Es hat die Freundschaft jetzt zwar nicht nachhaltig beeinflusst, aber das hat mich schon schwer getroffen, wirklich schwer getroffen. So, und dann ergab es sich, das weiß ich noch genau, das muss kurze Zeit hinterher gewesen sein, eine Woche oder zwei maximal, dass wir in der Schule
bin dann noch zur Schule, ne? Ich bin sehr lange zur Schule und bin danach lange zur Uni und ne, das ging alles eine Weile. Wie auch immer, jedenfalls sind wir dann in der Schule, in der Computer AG, sind wir auf die Idee gekommen, beziehungsweise der Lehrer auf die Idee gekommen, uns zusätzlich zu motivieren bei einer Excel-Aufgabe. Wir sollten irgendeine relativ komplizierte Tabellenkalkulation mittels Excel machen, dass er uns, wenn wir das korrekt ausführen, ja, und wenn wir uns da schlau anstellen, dann erlaubt er jedem, der fertig ist, bis die Stunde um ist sozusagen, 5 Minuten Internet. Ja, damals war man, glaube ich, noch der Meinung, dass das mit diesem Internet sich nicht unbedingt durchsetzen wird. Aber wie auch immer, jedenfalls war das für mich die Gelegenheit. Und ich war wirklich recht früh fertig. Da waren aber noch ein paar andere noch schneller fertig, die vor mir also ins Internet durften. Und ich hatte mir schon überlegt, was mache ich denn mit dieser seltenen Gelegenheit? 5 Minuten Internet, daheim gab es keins. Und das ist ja sensationell. Da kann ich ja alles. Alles finden und zu allem tolle Informationen, mehr oder weniger. Zumindest dachte ich das damals, war das ja noch längst nicht so ausführlich wie heute. Aber trotzdem dachte ich das. So, und dann hatte ich überlegt, was wäre denn so das Tollste, für das ich meine kostbaren 5 Minuten einsetzen kann, und kam auf die Idee, ja, du möchtest doch gerne ein Zelt haben. Also das ist mir wirklich im Kopf rumgegeistert. Ich brauche ein Zelt und ich hätte gern ein gutes Zelt. Und wer zweimal kauft, ne, wer einmal, wer billig kauft, kauft zweimal, so rum. Das war so damals so mein Mantra. Das würde ich heute nicht mehr unbedingt bei jeder Situation unterschreiben wollen, aber bei bestimmten Produkten schon. So ein Stück weit zumindest. Natürlich geht's auch. Es geht. Ja, man kann das machen, klar. Aber man kommt damit auch in vielen Situationen zurecht. Also jetzt lasst euch nicht hier von mir erzählen, ihr müsst euch super teure Zelte kaufen. Gar nicht, ne? Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann rumgegoogelt und ich hatte vorher schon einen Katalog von Hilleberg. Ja, und Hilleberg ist ein Zelthersteller. Die bauen bis heute nichts anderes als Zelte und Heringe und Zeltstangen, also alles, was da noch dazu gehört. Aber nach wie vor kriegt man bei denen nichts außer Zelte und direktes Zeltzubehör. Was andere stellen die nicht her. So, und ich dachte damals schon, oh, die sind toll. Ja, und ich hatte von denen auch Zelte gesehen bei diversen Mount Everest-Expeditionen, in diversen Naturdokus, bei Arvid Fuchs und Reinhold Messner, die durch die Antarktis marschiert sind. Ich meine, die hätten ein Hilleberg-Zelt dabei gehabt. Zumindest kam es mir damals so vor. Wenn es nicht stimmt, dann ist es wurscht, weil ich dachte das zumindest. So, und dann war mir relativ schnell klar, okay, Hilleberg-Zelt ist offensichtlich so das Nonplusultra, was Zelte angeht. Das will ich auch. So, und dann hatte ich ja diesen Katalog und dann habe ich geguckt, so, ich bin alleine, ich plane in nächster Zeit nicht was anderes als alleine zu sein und dann brauche ich ein Ein-Personen-Zelt. So, und jetzt gab es zu diesem Zeitpunkt gerade gefühlte 2 Ein-Personen-Zelte auf dem Markt, nämlich einmal von Jack Wolfskin. Das hat er später noch relativ häufig verkauft, beziehungsweise haben die relativ häufig verkauft. Das schien mir ganz gut zu sein, das war mir für meine Körpergröße aber wirklich zu eng von den technischen Daten her. So, und dann gab es eben noch lediglich schlicht und ergreifend die andere Alternative, das auch leicht sein sollte, weil ich hatte auf meinen 2 Touren bis dahin auch gelernt, dass ein leichter Rucksack durchaus, also zumindest mal ein nicht unendlich schwerer Rucksack, durchaus seine Vorteile hat. Ich habe damals noch Sachen mitgeschleppt wie Pflanzenbestimmungsbuch, Vogelbestimmungsbuch, Säugetierbestimmungsbuch. Ja, also so gesehen irre, was ich da an ja nicht unnötigem Gewicht, ich habe es auch alles benutzt, ne, so ist das ja nicht, aber an Gewicht mitgeschleppt habe, was heute nicht mehr notwendig wäre, dank E-Book, ne? Ein E-Book-Reader und du hast beliebig viele Bücher dabei, aber gut. So, und da wusste ich also schon, ich will was Leichtes. So, und dann habe ich halt eben geguckt, was ist denn so das Leichteste Ein-Personen-Zelt auf dem Markt? Ich sitze drin. Damals wohlgemerkt. Und es gab einfach nichts Leichteres, es gab nichts Vergleichbares und dann haben sie noch damit geworben, beziehungsweise dann war klar, mit dem Zelt kannst du selbst im tiefen Schnee noch einigermaßen klarkommen. Dann hast du zwar wenig Platz, aber das geht. Ich kann bestätigen, ja, tut es. Da war ich völlig hin und weg. Ja, das Beste vom Besten mit den neuesten Materialien, mit dem tollsten silikonisierten Nylon, das die Welt zu diesem Zeitpunkt jemals gesehen hatte, mit diesem wunderschönen gelben Innenzelt, das so eine angenehme Lichtstimmung macht, vergleichsweise geräumig und das für lächerliche 1,4 oder 1,5 Kilo.
1,5 Kilo hat es damals zumindest gehabt. Das könnte heutzutage aufgrund von Spuren von Dreck 1,6 Kilo geworden sein. So hundertprozentig sauber habe ich insbesondere den Boden, die Unterseite, mir nie die Mühe gemacht, wieder in den Ursprung zurückzuversetzen. Ja, und davon habe ich dann geträumt und geschwärmt und wahrscheinlich bei jedem dritten Mittagessen meinen Vater damit zugenölt, wie toll doch dieses Zelt ist und wie schön das erst sein wird, wenn ich mir erst dieses Zelt gekauft habe, weil dann kann ich auf große Tour alleine gehen, dann muss ich nicht mehr mit irgendwelchen ollen Gruppen unterwegs sein, die alle doof sind. Ja, ich war damals noch nicht sonderlich gruppenfähig, das sieht heute auch schon wieder anders aus, aber ja, so, und nachdem ich dann lange genug rumgenölt hatte und dann eben erfolgreich auch 18 geworden bin. Andere Leute kriegen zu 18 einen Führerschein. Ja, den hat mir meine Oma dann schließlich finanziert, daher musste das Vater nicht mehr machen. Und dann hatte sich Vater eben überlegt, ja, dann investieren wir mal in ein nachhaltiges Produkt. Der Sohn soll sich ja gefälligst nicht jedes Jahr noch ein Zelt wünschen, sondern der kriegt jetzt einmal ein rechtes und dann ist Ruhe. Und nachdem der jetzt schon Ewigkeiten vom besten Zelt der Welt, seiner Meinung nach, schwärmt, hat er das dann tatsächlich bekommen. Und das war damals schon sauteuer. Euro gab es, glaube ich, gerade so, ne, so gerade so, gerade so. Und aber das Äquivalent, das stand noch damals dabei, ne, bei dem Preisheftchen. Und man hat es ja auch immer umgerechnet, dass man noch ungefähr weiß, was denn das in Mark kostet. Aber ich weiß noch, dass das mal irgendwann sowas zwischen 600 und 700 Mark gekostet hat. Ne, von der damaligen Zeit, also war das für mich als Schüler echt eine Investition, die hätte ich zur Not gerade noch so stemmen können. Ich hatte dann auch angefangen, Heftchen rumzutragen, also so Werbeheftler am Samstag, ne? Kaufen sie ein bei Aldi, da gibt es gerade den Aldi-Computer für 1500 Euro, der 100 Megahertz Pentium 0,5 Prozessor hat oder sowas um den Dreh, keine Ahnung. Ganz so schlimm ist es, glaube ich, damals schon gar nicht mehr gewesen. Ja, egal, jedenfalls habe ich dann dieses Zelt geschenkt bekommen. So, und die Moral von der Geschichte, das Ding steht noch, wie man sieht. Ja, und es ist wirklich, wirklich nach wie vor unglaublich gemütlich, ein unglaublich tolles Zelt. Ich passe noch rein, ich bin ja nicht länger geworden, sondern nur umfangreicher, ne? Von daher, wie ein Baum, ja, die werden irgendwann auch nicht mehr länger, sondern nur noch dicker. Von daher bin ich da in guter Gesellschaft. Und aber ich passe definitiv noch rein. Sitzen ist, wie man sehen kann, ne? Wenn ich aufrecht sitzen würde, würde ich so sitzen. Das geht hier nicht wirklich. Das ging früher auch schon nicht. Wenn man das Innenzelt aushängt, guckt mal, ne? Da ist noch ein bisschen Platz hier oben. Da zwischen Innenzelt, seht ihr? Ja, da ist noch ein bisschen Platz. Mit diesem bisschen Platz kann man einigermaßen aufrecht sitzen, solange man nicht auf der Isomatte hockt. Das habe ich oft getan, wenn schlechtes Wetter war, damit ich ein bisschen mehr Platz hatte, um ein Zelt rumzurödeln. Dann hängt man das hier oben einfach aus. Da oben einfach die Haken aushängen und legt das quasi hier flach ab und hat dann einfach noch die paar zusätzlichen Zentimeter nach oben und kann dann hier erheblich besser hantieren. Und das ist dann quasi die erste Hälfte von warum Hilleberg-Zelte einfach die besten sind. Ja? So. Und das ist nicht gesponsert von Hilleberg. Die sponsern, glaube ich, niemanden. Das haben die schlicht nicht nötig. Das ist wirklich nicht notwendig. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand von Hilleberg mal ein gesponsertes Zelt bekommen hätte. Machen die nicht. Wozu? Die sind die Besten. Punkt. Ja. Qualitativ zumindest. Die sind nicht unbedingt die leichtesten. Aber qualitativ ist das eigentlich, da ist eigentlich nicht wirklich dran zu rütteln. Wer mal ein Hilleberg-Zelt hatte, ich habe noch nie gehört, dass da irgendjemand wirklich nennenswert was dran auszusetzen hatte. Also ich habe es nie gehört. Vielleicht gibt es die Leute, das mag sein, aber Milliarden, das heißt auch wieder nicht, aber ein Haufen sehr, sehr, sehr zufriedene Kunden können wahrscheinlich trotzdem irren, aber meiner Meinung nach tun sie das in diesem Fall nicht. So, ich zeige euch mal den Innenraum.
Ja, das ist der Innenraum, gefilmt mit, wie gesagt, einem ziemlich weitwinkligen Weitwinkel. Drum sieht das alles größer aus, als es letztendlich ist. Das ist tatsächlich definitiv ein Ein-Personen-Zelt. Ja, es gibt noch kleinere Ein-Personen-Zelte auf dem Markt, insbesondere auf dem asiatischen Markt. Damit kann man dann überhaupt nichts anfangen, wenn man wie ich fast 1,90 ist, 1,89 bin ich. Aber nach wie vor, das Akto ist wirklich, wirklich groß genug für mich. Ne? Also ihr seht, ich hau mir hier den Kopf nicht an. Ich liege noch gar nicht ganz, ganz hinten. Ich könnte theoretisch also noch ein Stückchen weiter nach hinten rutschen. Nicht, dass das notwendig wäre. Das Akto ist auch nicht wirklich ein klassisches Tunnelzelt. Es hat den höchsten Punkt in der Mitte. Also so ein bisschen ist es so eine Art, ja, so eine Mischung zwischen Iglu und Firstzelt, so ein bisschen. Ne? Jedenfalls, ja, das hier ist der Platz für den Kopf. Das ist natürlich jetzt nicht super üppig, aber das hat mich nie gestört. Ich hatte also nie das Gefühl, alleine hier drin beim Liegen irgendwie zu wenig Platz zu haben. Man stößt mit dem Kopf auch nicht ans Innenzelt. Höchstens, wenn man sich dann aufrichtet, ja, dann kann das mal passieren. Aber auch da, ne, da ist noch jede Menge Platz, bis das Innenzelt dann wirklich mal ans Außenzelt stößt. Jetzt tut es. Ne? Also gerade so bei dieser Durchdrückung in Anführungszeichen. Ich habe das Zelt jetzt auch nicht hundertprozentig abgespannt bekommen. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht kann und nicht wollte, sondern einfach daran, dass es hier mitten im Wald steht und da kann man es oft nicht richtig abspannen, weil man einfach Zeugs im Weg rumliegen kann, dass man so einfach nicht wegbekommt. Ne? So, jedenfalls, das ist der Kopfbereich. So, dann hier, das habe ich immer als mein Wohnzimmer bezeichnet. Da ist noch vergleichsweise viel Platz, um da noch möglicherweise eben irgendwelchen Krempel unterzubringen, der ins Innenzelt soll. Das empfand ich eigentlich immer als großen, großen Luxus, dass man überhaupt so eine Stelle hat, wo man noch extra Platz im Innenzelt hat. Vor allen Dingen nasse Sachen hinlegen zum Trocknen lassen im Innenzelt. Es wird hier nämlich insbesondere, wenn es draußen warm ist, wirklich, wirklich warm drin. Das ist ein wintertaugliches Zelt, 4 Jahreszeiten. Ne? Das heißt, das wird hier warm. Das ist, wenn es draußen kalt ist, auch super. Das ist natürlich nicht so super, wenn es draußen nicht kalt ist. Ja, drum bei meinem Neukauf, meinem neuen Hilleberg, dem Anaris, dazu gibt es schon ein Video, falls ihr das zufällig gesehen habt. Das ist ein 3-Jahreszeiten-Zelt. Das kannst du für den Winter nicht brauchen, weil A ist das Innenzelt super luftig. Das ist prima für Kondensation, ne? Und prima im Sommer und prima, wenn es irgendwie warm ist und wenn man kein Kondenswasser haben möchte und so weiter. Aber wenn es richtig bollekalt ist, dann möchte man gerne so ein rundum gelbes Innenzelt im Fall von Hilleberg haben, weil das halt eben schön aufheizt. So, dieser Bereich war für mich, wie gesagt, immer für nasse Klamotten. Was ich aber auch mal ausprobiert habe, war tatsächlich zu zweit in diesem Zelt eine kleine Tour zu machen. Das war in Schottland. Und sie, also man muss sich da schon gern haben, ne? Also ein Paar sein auf gut Deutsch, also damals, ne? Sie war halt relativ kurz und ich bin Seitenschläfer. Das heißt, nur um das mal kurz zu demonstrieren, wenn ich jetzt so liege, ne, dann guckt ihr mal nach da hinten, dann ist da für eine sehr, sehr kurze Person noch einigermaßen Platz. Ja, und wenn man sich dann erstens noch weiter an den Rand legt, also wirklich so, dass man fast schon zur Tür rauskullert, und sie wirklich, wirklich eine kurze Person ist und schlank, und ich damals übrigens auch noch schlanker, dann ging das so gerade so, ja, aber super toll war es nicht, und sie hat auch hinterher, war auch da hinterher der Meinung, dass man das nicht unbedingt nochmal haben müsste in dieser Konstellation. Aber auch da hat uns dieses Zelt treue Dienste, was sämtlichen Wettersituationen, da gab es einige, widerstehen angeht, geleistet. So, ja, also wie gesagt, das hier ist so diese Abstellkammerbereich, Wohnzimmer, erweiterter Gemütlichkeitsbereich, kann man nennen, wie man lustig ist. So, und da hinten sieht es so aus. Ja, ich habe jetzt noch Schuhe an, habe beide Füße übereinander. Wie ihr sehen könnt, bin ich mit der Schuhspitze schon ein bisschen im Innenzelt. Aber ich stoße auch noch nicht am Außenzelt an. Soll heißen, wenn das Außenzelt jetzt von Kondenswasser nass wäre, wäre das so kein Problem. Und normalerweise schläft man ja auch nicht so, sondern so. Und dann habe ich hier reichlich Platz. Das war eigentlich auch nie ein Thema, dass ich irgendwie
mit den Füßen ans Außenzelt gekommen wäre. Das ist jetzt der Fall. Ja? Also wirklich, wirklich reichlich Platz. Meines Wissens haben sich die Dimensionen vom Akto nicht verändert. Also das, was man heute kaufen kann, ist selbstverständlich nicht mehr 1:1 das Modell von vor 20 Jahren. Also meins hier. Aber die Innenmaße sind, glaube ich, meines Wissens ziemlich gleich geblieben. Und das heißt, auch im modernen Akto sollte man da eigentlich als Mensch mit 1,90 problemlos Platz haben. Und ja, ob man dann mit 2 Meter da auch noch unbedingt reinpassen möchte, das weiß ich nicht. Gehen würde es sicherlich auch noch irgendwie. Aber ja, ne? Muss dann jeder selber wissen. So, Innenausstattung. Es gibt hier 2 Haken. Die Sache hat 2 Haken. Und hier gibt es noch einen 3. Haken direkt an der Tür. Man kann da ein Schnürchen spannen. Das hatte ich mal eine Zeit lang auch getan und habe da Socken zum Trocknen aufgehängt. Allerdings hat man die Socken, wenn man diesen macht, dann auch schon im Gesicht. Ja? Und das ist nicht unbedingt immer jedermanns Sache gewesen, insbesondere auch nicht meine. Daher diese Schnürchenfunktion habe ich kaum genutzt, aber es geht. Ja? So, dann haben wir auf der anderen Seite hier eine kleine Tasche im Innenzelt. Die habe ich auch so gut wie nie gebraucht, weil ich gerne in die Richtung lag. Man kann ja grundsätzlich auch in die Richtung liegen, da spricht nichts dagegen. Und dann hätte man die Tasche neben dem Kopf. Aber da ich immer da hinten lag, hatte ich die Tasche halt nicht neben dem Kopf. Ganz einfach. Ja, weil ich fand es angenehmer zum Aussteigen, hier jetzt so direkt rauskriechen zu können. Und aber andersrum geht genauso. Das sind halt so individuelle Vorlieben. Also es gibt keine ausgewiesene Kopf- oder Fußseite. Man kann in beide Richtungen eigentlich ganz gut hier drin liegen. So, das Innenzelt ist hochgezogen. Das ist also in eine Wanne. Das ist dann wichtig, wenn man aus Versehen in einem Bachbett genächtigt hat und dann feststellt, dass das Wasser plötzlich zurückkommt. Dann hat man zumindest ein paar Zentimeter, die einen davor schützen, sofort völlig unterzugehen mit allem, was man an Klamotten so hat. Oder einfach nur ein leichtes Wasser den Hang runterfließt, auf dem man nächtigt. Also so eine Innenzeltwanne ist essentiell. Also jedes halbwegs vernünftige Zelt sollte sowas haben. Der Zeltboden ist übrigens immer noch tipptopp in Ordnung. Also wirklich ganz wunderbar. Überhaupt nichts auszusetzen. Regnet? Nein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es noch ein bisschen regnet. Ja, es könnte auch durchaus dazu kommen. Im Hintergrund grollt auch teilweise ein wenig der Donner. Gut, Außenzelt, Tür kann man aufrollen, habe ich gerade getan. Innenzelt, Tür kann man selbstverständlich auch aufrollen. Wie das Innenzelt, wenn es zu ist, aussieht, das spare ich mir jetzt euch zu zeigen. Es hat auch noch ein kleines Mückennetz, muss man dazu sagen. Ein kleines Mückennetz ist also wirklich nur ein Fensterchen. Heißt, wenn es wirklich richtig warm ist, ist es da drin zu warm. Das geht nicht. Ja, bei Temperaturen über 20 Grad hast du da extrem kuschelig. Und brauchst auch keinen Schlafsack. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, du hättest wahrscheinlich gerne mehr Belüftung, als das Zelt letztendlich überhaupt zur Verfügung stellt. So, jetzt mache ich spaßeshalber aber doch mal kurz außen zu, damit wir mal sehen können, wie groß der Innenraum dann insgesamt ist, wie viel Apsis da ist und so weiter. Das ist vielleicht noch interessant. Ich habe mich jetzt selber mal in meine Abstellkammer bzw. in mein Wohnzimmer zurückgezogen. Und ihr seid jetzt quasi an der gegenüberliegenden Wand. Und aus der Perspektive ist hier dann schon noch ganz ordentlich Platz. Ne? Also zum zu zweit, wenn man zum Beispiel mit 2 Ein-Personen-Zelten auf Tour ist, hat man durch diese Möglichkeit auch durchaus mal zusammen im selben Zelt liegen können. Insbesondere wenn man da vorne das Innenzelt offen lässt. Ja, und windgeschützt, möglicherweise mag man auch zur Mittagspause einfach einmal schnell so ein Zelt aufbauen. Ich habe da, als ich dann geübt war, so 5 Minuten gebraucht. Gemütlich 5 Minuten. Wenn ich mich beeilt habe, auch in 4 stand das Ding. Und dann hat man hier halt wirklich einen schönen kleinen Raum, wo man sich kurz fürs Mittagessen zurückziehen kann. Eben auch zu zweit, selbst bei 2 nicht ganz kleinen Personen. Und ja, das war super. Das war wirklich, ich habe halt eben auch tausende von tollen Erinnerungen, gefühlte tausende, dürften aber wirklich so viele sein, an eben die ganzen Erlebnisse, die ich in diesem Zelt hatte. Ja, da muss ich an dieser Stelle jetzt den kurzen emotionalen mal kurz raushängen lassen und einfach erwähnen. Man hat hier, das ist mein Haus, ne? Das ist mein erstes eigenes Haus sozusagen, in dem ich lange immer temporär halt mal wieder gelebt habe und zwar immer zu
Zeiten, zu denen irgendwas Besonderes passiert ist. Also jede Nacht, die ich hier drin verbracht habe, nicht absolut jede, aber doch die allermeisten, war ich irgendwo anders. Und am nächsten Morgen gab es immer irgendeine schöne Begebenheit, irgendein tolles Naturereignis. Mein persönliches Highlight, das kann ich euch jetzt gerade, da wir hier ja noch im Innenzelt sind, ganz gut zeigen. Also ich liege hier, ne? Penne, denk mir nichts Böses, lass mir es gut gehen, bin froh, dass ich aus dem Wetter raus bin. Es ist relativ kalt gewesen in Norwegen, in Jotunheim, ne? Da, wo ich jetzt übrigens diesen Sommer auch mal wieder hin möchte. Und ich höre plötzlich draußen folgendes Geräusch. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist denn jetzt los? So, und ich mache jetzt Folgendes. Ne? Hier seht ihr die kleine Lüftungsöffnung. Lüftung ist tatsächlich jetzt nicht so bombastisch in diesem Zelt. Das ist die Dachlüftung. Ne? Also so ist die auch schon lüftend. Das hier kriegst du nicht zu, das ist feines Meshgewebe, da geht der Wind durch. So, man kann aber jetzt eben auch diesen Reißverschluss nutzen. Ich glaube, der ist bei den moderneren Modellen gar nicht mehr unbedingt dabei, das weiß ich nicht. Und mit dem Hauptreißverschluss, das ist ein Zwei-Wege-Reißverschluss, kann man hier aufmachen, so, und dann hat man hier ein kleines Fensterchen. So, und aus diesem Fensterchen habe ich jetzt meinen Kopf rausgestreckt, das mache ich jetzt nicht vor, das passt damit Hut nicht durch. So, und was sehe ich draußen? In diesem Fall Waldboden, aber damals war da eine große Herde Rentiere um mich rum mit Jungtieren, die sich gegenseitig angegrunzt haben und geräuschvoll die Fjellvegetation vom Boden abgebissen. Und die hatten mich völlig umzingelt und ich gucke hier aus meinem Löchlein, nehme natürlich auch gleich die Kamera, halte die auch aus dem Löchlein und habe die bis heute für mich persönlich tollsten Rentieraufnahmen meines Lebens machen können. Also das war vielleicht eins der schönsten Naturerlebnisse, die ich je hatte. Und das verbindet mich halt auch nach wie vor mit diesem Zelt. Ja, und ich erzähle das jetzt nicht deswegen, weil ich unbedingt die Rentiergeschichte loswerden wollte. Okay, das auch. Aber vor allen Dingen auch, weil das hier ist nicht ein Telefon oder irgendwie sowas. Ne? Ich weiß nicht, ich möchte mich nicht in 20 Jahren daran erinnern, dass ich mit meinem jetzigen Telefon den Anruf hatte, bei dem irgendwas Tolles passiert ist. Das hier ist, hier stecken erheblich mehr Emotionen drin, weil das ist die Hütte, die dich letztendlich bei so richtig miesem Wetter, und das gab es, ja, schützt. Ja? Du hast miserabelstes Wetter draußen. Du kriegst vielleicht, gerade als Anfänger, ne? Ich habe das ja bei meinen ersten Touren verwendet, ersten Solo-Touren, du kriegst vielleicht auch ein bisschen Angst. Was, wenn jetzt mein Zelt versagt? Was, wenn jetzt doch mein Zelt wegreißt? Was mache ich dann? Da wäre ich wirklich konkret absolut in Lebensgefahr gewesen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ne? GPS-Notfallsendegerät und dann kommt der Helikopter. Das gab es damals nicht. Keine Chance. Ne? Du hättest wirklich aus eigener Kraft bis zur nächsten Hütte laufen müssen oder halt hoffen, dass du in der nächsten Hütte irgendwie vermisst wird, weil du dich da vorher angemeldet hast, was ich nicht habe, was natürlich gut ist, wenn man sowas tut. Ja, habe ich aber natürlich damals nicht. Man war ja jung, ne? Man geht ja davon aus, das schafft man schon alles aus eigener Kraft. Habe ich ja letztendlich auch. Ist auch alles gut gegangen. Ich habe da nie einen größeren, schwerwiegenden Fehler gemacht bei solchen Sachen. Aber man denkt schon drüber nach, ja? Und dann ist man dann doch froh, zumindest ging es mir immer eben so, bei Gegenständen, von denen dein Leben abhängen kann, dass man da das Beste vom Besten hat. Und es hat mich halt einfach nie enttäuscht. Auch heute nicht. Ja? So, jetzt aber. Was wollte ich euch noch zeigen? Genau, von hier, das ist der Innenzeltbereich. Hab da jetzt mal demonstrativ meinen kleinen Rucksack liegen. Das ist jetzt natürlich nicht. Aber man kriegt da offenbar, ne, das könnt ihr sehen, man kriegt da auch einen großen Trekkingrucksack hin, ist kein Problem. Man kriegt da auch noch Schuhe hin. Allerdings, wenn man da eben sein gesamtes Geraffel ausbreitet und dann das Zelt aufmacht, dann kann es passieren, dass da ein kleines bisschen hinregnet. Das heißt, man möchte vielleicht, bevor man das Zelt aufmacht, sein Geraffel eher nach da räumen. Ja, da ist es ja recht gut wegen geschützt. Im Idealfall hat man beim Aufbau des Zeltes auch geguckt, dass der Regen von da kommt. Ne? Dann ist man am besten, kann man am besten ein- und aussteigen, ohne dass es einem ins Zelt reinregnet. Das sind so Details, auf die achtet man dann nach und nach mit der Zeit ein wenig. Ne? So.
Und dann ziehst du halt hier eben im Vorbereich deine Schuhe an. Ich habe sie jetzt angelassen zum Einsteigen, weil es ist gerade alles schön trocken. Und da mache ich jetzt nichts groß dreckig, außer ein paar Krümel rein. Und die fallen nicht weiter auf. So, und dann machst du jetzt hier halt eben in dem Fall da oben wieder zu. Flop. Damit sich die Tür besser bedienen lässt. Tatsächlich ist der Reißverschluss jetzt im oberen Bereich inzwischen ein bisschen, ja, das könnt ihr da vielleicht könnt ihr es erkennen. Wenn nicht, dann sage ich es euch. Da ist er jetzt nicht mehr ganz so doll. Da habe ich auch das eine oder andere Mal ein wenig Zeltgewebe eingeklemmt, weil das da hin und wieder mal reinkommt. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen modern bessere Lösungen für gibt. Damals, ja, also bei dem, das ist nicht ganz optimal. Außerdem mein Reißverschluss, man sieht vielleicht so ein bisschen das Licht da durchkommen, der ist auch nicht mehr regendicht. Also der war ursprünglich mal nahezu regendicht, aber bei den vielen, vielen Abspannereien und bei den vielen, ja, vielen Nächten, in vielen Auf- und Abbau ist der Reißverschluss inzwischen nicht mehr ganz optimal. Also wenn man den nochmal mit Silikongel einschmieren würde, würde das sicherlich ein Stück weit helfen. Aber bei starkem Wind von der Seite drückt es mir da wahrscheinlich schon noch nach wie vor ein kleines bisschen das Wasser rein. Betonung auf ein kleines bisschen, das ist kein Weltuntergang. Dann legt man da halt jetzt eben nichts hin, was halt super empfindlich wäre, falls es dann doch mal hinregnet. So, im Übrigen hier habe ich es mal geschafft, durch Gewalt im Umgang mit dem Reißverschluss diese Verletzung dem Zeltgewebe zuzufügen. Da ist es logischerweise auch nicht mehr dicht und das wäre so eine der Stellen, die jetzt heutzutage ein Flicken bräuchten. Auch da oben, ganz oben im Giebel, gibt es ein paar Stellen, die kann man nicht so richtig sehen, wo es etwas undicht geworden ist. Das sollte aber auch problemlos mit etwas Silikonkleber wieder dicht bekommbar sein. Und ja, also der Fairness halber, 20 Jahre wird es nicht alt, ohne dass man einen Flicken bräuchte. Ja, einen Flicken bräuchte man inzwischen schon. So, aber jetzt gehen wir wirklich mal kurz raus und gucken uns das Ganze von außen an. Draußen ist etwas windig, leider habe ich keinen Windpuschel für die Kamera dabei. Das heißt, da haben wir dann halt Windstörgeräusche. Das ist jetzt heute halt mal so, kann ich jetzt gerade nicht ändern, tut mir aber leid. Nächstes Mal habe ich den Windpuschel wieder dabei. So, jetzt ist hier natürlich Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Außenleben würde ich aufgrund der schlechten Tonqualität vielleicht ein kleines bisschen kürzer fassen wollen als die vielen Details von innen. Ich habe keinen Originalhering mehr, sonst würde ich euch die gerne zeigen. Ich habe zum Teil jetzt selbstgeschnitzte verbaut, zum Teil auch irgendwelche alten, die ich noch rumliegen hatte. Bemerkenswert ist aus heutiger Sicht diese dicken Strippen. Ja, die sind wirklich relativ dick. Da würde man heute einfach besseres, leichteres Material verbauen. Also ein Teil zu modernen Gewichtsersparnis. Warum die modernen Zelte etwas leichter sind, liegt einfach daran, dass man leichtere Seile verwenden kann. Ansonsten an zwei Punkten befestigt. Ja, das verteilt natürlich das Gewicht bzw. den Druck viel besser auf letztendlich aber trotzdem einen Hering. Das ist so ein kleines Detail, was viele andere günstige Zelte eben so nicht haben. Qualität. So, dann habe ich ja gesagt, das ist ein Winterzelt bzw. ein Vierjahreszeitenzelt. Das liegt daran, dass es bis zum Boden durchgezogen ist. Das heißt, du kannst das Ding ein kleines bisschen auch im Schnee eingraben, eben weil es bis zum Boden geht. Es weht dir nicht drunter. Das ist auch für Sturmstabilität natürlich von Vorteil. Es kann nicht der Wind unters Zelt wehen und es dann von innen rausreißen aus der Verankerung sozusagen. Also das macht es erheblich sturmstabiler. Wir haben hier den einen Lüfter inklusive dieses kleine Regenvordach. Das hat sich immer recht gut bewährt. Da muss ich der Fairness halber sagen, das sieht hier inzwischen ein bisschen chaotisch aus. Da drin ist so ein Draht. Den kann man sich zurechtbiegen, so wie man ihn haben möchte. Aber ich habe ihn so oft in die eine oder die andere Richtung gebogen, dass der inzwischen ein bisschen verdreht ist und ich das hier nicht mehr so richtig schön glatt bekomme. Eine Abnutzungsentscheidung, ist ja nicht so, dass es gar keine gibt, ist hier ein bisschen zu sehen. Ich versuche näher ranzugehen. Da haben wir tatsächlich schlicht und ergreifend altersbedingte Abnutzungserscheinungen. Da war mal so ein Belag drauf auf dem Gestängelkanal. Der Belag geht langsam runter. Das heißt jetzt nicht, dass dadurch Wasser reinkommt, aber vielleicht eines Tages, irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob man das erneuern kann. Man könnte sicherlich auch mit irgendwelchem Silikonzeugs einschmieren. In dem Bereich alles noch okay,
keine nennenswerten Löcher, von denen ich irgendwas wüsste. Ich habe hier vorne oder auf der anderen Seite, da habe ich irgendwo ein kleineres Loch, wo mein Flicken hin muss. Aber ja, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Abspannung hier hinten, ein Hering nach da, ja, den sehen wir jetzt nicht, der ist da aber trotzdem. Und dann wird das da nach da gezogen, ein Hering hier und dann wird das nach dort gezogen. Und da unten an den Eckpunkten vom Innenzelt sozusagen, also wo sich Innenzelt und Außenzelt treffen, das Innenzelt wird da auf der Innenseite eingehängt an einem Metallring. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, ja, also das ist kein Plastik, wo der Hering reinkommt, sondern das ist Metall. Man hat hier an den Hering-Abspannpunkten entweder einen Metallring oder eine Strippe. Diese zwei Optionen gibt es. Was an Plastikbereiche, die mit dem Hering in Kontakt kommen, hat das gesamte Zelt nicht. Hier ist noch eine kleine Stange verbaut. Davon gibt es insgesamt vier. Eine an der Ecke, an den anderen drei Ecken logischerweise auch nochmal eine, die dafür sorgt, dass hier eben halt das Ganze ein bisschen hoch steht. Und wie wir jetzt nur schlecht sehen können, weil wir halt im Wald sind, dieses Material da auch mit Reißverschluss, das ist winddurchlässig. Das heißt, das sorgt für zusätzliche Belüftung im Zelt. Stellt man es so in den Wind, dass der Wind von hier jetzt drauf weht, ne? So wie ihr jetzt gerade guckt, dann weht es einem über das Innenzelt drüber und auf der anderen Seite im Idealfall wieder raus. Das ist insbesondere natürlich in Skandinavien ein Thema, wo ständig Wind geht. So wie heute ein bisschen, ne? Und wenn man da nicht im Wald aufbaut, sondern wirklich im Hochgebirge, dann hat man mit diesem Durchweh-Effekt und übers Innenzelt, das Innenzelt selber ist winddicht, Drüberweh-Effekt, auch eine prima Belüftung im Zelt. Kann man haben, Ein-Personenzelte haben eigentlich nie eine prima Belüftung. Bei gutem Wind klappt's, kann ich bestätigen. Wenn man keinen Wind hat, hat man eine Tropfsteinhöhle. Ja, das ist einfach Physik, kein Zelt der Welt, egal wie viel Luftungsfläche du da anbringst, solange es noch einigermaßen regendicht ist. Jedes Zelt hat Kondenswasser. Immer. So, auf der Seite gleiches Spielchen nochmal. Ja, wir haben es gesehen. Abspannpunkte zusätzlich ist halt eben der da vorne, den habe ich eben gerade ja auch schon gezeigt. Und weiterer Abspannpunkt auf der Seite, auch da wieder an der Stange zu befestigen. Und theoretisch könnte man da unten noch einen Hering festmachen. Das hat aber so gut wie nie notwendig. Das war eigentlich nie notwendig, genau genommen. Ich habe es manchmal gemacht, weil ich einfach auch nochmal sicher gehen wollte. Und auch drüben an der Tür geht das auch nochmal. Ja, das war das Außenleben. Technische Daten. Außenzelt ist Silnylon, also silikonisiertes Nylon. Wartet mal, ich gehe mal irgendwo hin, wo der Wind nicht so pfeift. Naja, gefühlt ist hier ein Ticken besser. Damals State of the Art, ne? Also das Beste, was man zu diesem Zeitpunkt haben konnte. Kerlon 1000 nennt sich das Außengewebe, das gibt es bis heute. Das Moderne ist allerdings noch mal um einiges besser geworden und hat noch ein bisschen mehr Knopfhoff als das Alte. Übrigens, hier ist es richtig kalt, ne? Also hier jetzt im T-Shirt rumzustehen, das ist mir jetzt wirklich zu kalt. Ich fange an zu frieren. Innen im Zelt, insbesondere im Innenzelt, kuschelig warm. Ja? Also das sind locker. Selbst wenn ich das Innenzelt noch nicht mal zumache, 6 Grad Unterschied, locker. Es gibt auch Situationen, insbesondere wenn die Sonne scheint, da ist es im Innenzelt locker 10 Grad wärmer als draußen. Und das gilt auch im Winter und das ist dann schon ein großer Vorteil. Gut, Innenzelt ist auch wieder aus irgendeinem Nylonmaterial, war mal wasserdicht beschichtet, ist es inzwischen nicht mehr. Trotzdem dauert es lange, wenn mal was aufs Innenzelt tropft, bis das dann durchtropft und einem wirklich auf den Schlafsack bzw. auf die Bodenwanne oder auf sich selbst, ne, je nachdem was da gerade liegt, tropft. Das dauert sehr, sehr lange. Dafür muss schon wirklich richtig Tropfsteinhöhle sein und es eine sehr, sehr kondenswasserreiche Nacht geben. Und selbst dann eigentlich habe ich kaum erlebt, vielleicht 3-4 Mal insgesamt. Ja. So, ich gehe wieder rein. So, da bin ich jetzt wieder im Zelt und versuche jetzt noch so ein paar Eckpünktchen zu finden. Ist natürlich nicht sehr hell hier, ne? Das habt ihr aber auch schon gemerkt. Ein paar Eckpünktchen zu finden, um mal ein bisschen zu begründen, warum kosten denn diese Zelte so viel. Und was ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt habe, guckt mal da hinten, hier in der Ecke, da unten, da ist ein Zettel, ja? Und auf besagtem Zettel, ich hoffe, den kann man lesen, da steht Made by Aime Kallas, ja? So, und
Der Aimé Callas oder die Aimé Callas, ich habe bis heute nicht rausgefunden, das muss ich irgendwann doch mal versuchen rauszufinden, ist das ein Männername, ist das ein Frauenname? Die habe ich sehr ins Herz geschlossen. Oder ihn, ja, je nachdem. Weil im einen oder anderen Sturm stellt man dann fest, danke Aimé, dass du deinen Job richtig gemacht hast. Das ist so eine Kleinigkeit, das ist so ein futzeliges Detail bei Hilleberg-Zelten. Es steht drin, wer es genäht hat. Ja? Kann man jetzt sagen, na und, was soll ich mit der Information anfangen? Ist doch Blödsinn, hilft mir doch nicht weiter. Ist für mich aber ein schönes Beispiel für Details, die diese Zelte so teuer machen. Ne? Weil einfach an jedes noch so kleine Detail gedacht worden ist, weil in der Entwicklung dieser Zelte, insbesondere jetzt die neueren, dieses alte Ding natürlich nicht mehr, aber bei den neueren Zelten, ja, da haben sie ewig lange ausprobiert, Familie Hilleberg plus deren Angestellten, das ist übrigens nach wie vor ein Familienunternehmen, Hilleberg, und wird geleitet jetzt von der Tochter vom ursprünglichen Gründer, der ist inzwischen, das darf man denke ich in dem Alter sicher sagen, ein alter Mann. Und ja, seine Tochter ist jetzt eben entsprechend CEO oder wie man das so schön nennt auf Englisch von der Firma und macht übrigens sämtliche Anleitungsvideos selbst. Ja, also wenn man sich anguckt, Aufbauanleitung für beliebiges Hilleberg-Zelt, diejenige, die da rumspringt und das Zelt aufbaut, ist die Chefin der Firma. Ja, das ist auch wieder so ein kleines Detail. Das ist im Grunde überhaupt kein Mehrwert irgendwie. Andererseits finde ich das halt richtig, richtig, richtig cool und richtig, richtig sympathisch. Und dabei kommt es dann irgendwie dazu, dass du dann irgendwie ein Stück weit, wenn du ein Hilleberg-Zelt kaufst, nicht nur ein Produkt kaufst, das zweifellos gut ist, ob das dann wirklich so teuer sein muss, da darf man sich wirklich kloppen. Absolut, ja, das ist wahrscheinlich nicht durch die Materialkosten und vermutlich auch nicht durch die Lohnkosten der hochqualifizierten Näherinnen, die das zusammennähen und zwar nicht irgendwelche 1-Euro-Stunden-Lohn-Chinesen, sondern eben auch wirklich gut bezahlte, qualifizierte, ausgebildete, die das gelernt haben, das Nähen, ne? Leute in übrigens Estland, also auch produziert in der EU, dass man das nicht mehr bezahlen kann, made in Sweden, ja, das ist so. Das kannst du einfach dann wirklich nicht mehr bezahlen. Dann wäre es zu teuer. Aber made in Estland, das finde ich auch völlig in Ordnung, reicht mir. Und nochmal, die haben da wirklich beste Arbeitsbedingungen, kriegen gutes Geld, haben eine tolle Ausbildung, machen tolle Zelte. Du findest keine lose Naht, überhaupt gar keine. Also weder bei diesem alten Zelt noch bei den neuen. Das habe ich mir jetzt, mein neues habe ich mir jetzt lange genug angeguckt, gibt es nichts. Ja, nicht die geringste Stelle, wo irgendwas anders als perfekt genäht wäre. Nichts. Und ich habe wirklich, wirklich lange gesucht, weil ich gedacht habe, na, vielleicht finde ich ja doch was. Aber nein, finde ich nicht. Natürlich ist eine lose Naht, insbesondere wenn es irgendein Faden ist, der einfach nur absteht, der keine funktionelle Beeinträchtigung darstellt. Natürlich ist das nicht schlimm. Aber dass es das überhaupt nicht gibt, das sorgt halt nochmal mehr für ein Gefühl. Ja, und darauf möchte ich hinaus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass solche Firmen wie Hilleberg, die sind so ein bisschen wie Porsche in gewisser Weise. Ja? Brauchst du einen Porsche, um irgendwo hinzufahren? Sicher nicht. Das geht auch mit einem 20 Jahre alten Polo. Ja? Oder wie in unserem Fall mit einem 18 Jahre alten Mazda 2. Geht. Funktioniert problemlos, klappt, man wird so noch nicht mal nass, wenn es regnet, ja, man kommt da wunderbar an, okay, die Klimaanlage ist kaputt, dann machen wir halt das Fenster runter im Sommer. Geht. Funktioniert. Ja? Andere Leute würden sagen, nein, das geht überhaupt nicht, aber doch, das geht. Und dementsprechend werde ich jetzt nicht so arrogant sein zu behaupten, dass du unbedingt ein Hilleberg-Zelt brauchst, wenn du draußen übernachten willst, wenn du draußen eine gute Zeit haben willst und nein, das brauchst du bestimmt nicht. Ja? Aber trotzdem verkauft dir die Firma irgendwo auch die Emotion und die Sicherheit und die ist auch tatsächlich technisch begründet, dass du hier halt ein unverwüstliches kleines Häuschen hast und fast egal, was dir die Natur entgegenwirft und wer lange genug draußen war, der sieht die Natur nicht immer als Freund, die wird dann irgendwann auch mal zur Bedrohung und vielleicht auch mal zum Feind ein Stück weit. Ja? Wenn man lange genug draußen war, dann ist das mit der Romantik irgendwann mal vorbei. Wenn man nämlich friert wie Sau und nass ist und versucht in so einer kleinen Hütte irgendwie den Elementen zu trotzen und zu überdauern und sich fragt, sollte man nicht doch weitergehen, sollte man doch hier im Zelt bleiben oder der Sturm wird stärker, hält das Zelt das aus? Ja, ein ganz klares Ja.
Und das sind so Sachen, ne, da ist es mir persönlich wirklich einen Haufen extra Geld wert für die Emotion und das Wissen, dass hier das Beste vom Besten verarbeitet worden ist. Ja, das größte Wissen, das es bei der Herstellung von Zelten gibt. Hilleberg gibt es seit über 50 Jahren inzwischen und die machen nichts als Zelte. Ne? Das ist kein Großunternehmen, das nebenher noch Schuhe baut und Jacken und Rucksäcke und schieß mich tot und bei allem Know-how haben will. Nö, das machen die alles nicht, da haben die keine Ahnung von. Die konzentrieren sich auf Zelte. Punkt. Ja? Und das ist so ein bisschen wie berühmte Schuhhersteller. Ne? Da könnt ihr euch ein paar aussuchen, die wirklich auch nichts anderes als Schuhe machen im Outdoor-Bereich. Und ne, zum Beispiel Lowa oder Hangwack, die machen wirklich nur Schuhe. Das ist auch gut so, dafür sind die auch toll. Ne? Und so ähnlich ist das jetzt auch mit Hilleberg. Und wie gesagt, so wenig wie du einen Porsche brauchst, um von A nach B zu kommen, brauchst du für eine Outdoor-Tour unbedingt ein Hilleberg-Zelt. Aber es hat halt kleine Details, die dann halt eben die letzten 10% sind. Das haben wir auch schon häufiger besprochen und steht auch immer mal wieder gerne in den Kommentaren. Bei Outdoor-Ausrüstung, bei vielen anderen Dingen sicher auch, aber bei Outdoor-Ausrüstung kann ich es am ehesten beurteilen, kriegst du ein vernünftiges Produkt für, sagen wir mal, 50 Euro. Ja? Also es gibt tatsächlich schon halbwegs funktionierende Zelte, zumindest mal so kleine, für 50 Euro. Das geht, das kriegst du. So. Sind die dann lang haltbar? Nö. Sind die nach ein paar Verwendungen möglicherweise kaputt? Jo. Kannst du natürlich auch Glück haben, dass in dem Moment bei der Herstellung von diesem Zelt, wo es keinerlei Endkontrolle gibt, derjenige, der es gemacht hat, die jeweiligen Arbeitsschritte, gerade gute Laune hatte, gerade konzentriert bei der Sache war und seine Arbeit gut gemacht hat. Aber garantieren tut dir das keiner. So, und jetzt liegst du in so einem Zelt. Irgendwo im Nirgendwo und jetzt kommt der Sturm und dann hast du halt Pech, weil er seine Arbeit leider doch nicht gut gemacht hat und dann reißt dir dein Zelt und dann hast du ein Problem. Die Sicherheit, dass das nicht passiert, die 100%ige, die gibt's nicht, die 99%ige wahrscheinlich schon und die hast du dann mit so einem Zelt und dafür kostet das dann halt eben das in diesem Fall 13-fache. Ja? Also jetzt zum Beispiel mein neues halt, das hier gibt's ja gar nicht mehr zu kaufen in der Form. Ja, es gibt schon noch Aktos, die kann man nach wie vor kaufen, aber natürlich kein 20 Jahre altes, das wirst du auf dem Markt wohl kaum noch irgendwo finden und ich gebe meins nicht her, vergesst es. So, aber ja, ne? Und ich sage mal, für 100 Euro kriegst du dann wahrscheinlich schon ein ordentliches Zelt, dieses blöde Lanshan 2, das da immer mal wieder erwähnt wird. Das ist ja so ein Klassiker von den China-Zelten, das auch wahrscheinlich wirklich nicht schlecht ist, das mehr oder weniger ähnlich aussieht wie mein Anaris, dass da wahrscheinlich die eine oder andere ähnliche Idee auch hatte. Ich will jetzt den Chinesen auch gar nicht unterstellen, dass sie das, die Idee von Hilleberg geklaut hätten. Das Anaris vom Design her basiert auf einem uralten Hilleberg-Zelt, eins der ersten, die es überhaupt gab. Da hat man einfach noch ein paar modernere Elemente hinzugefügt und die alten Stangen, das waren auch so senkrecht stehende, im Prinzip nichts anderes als ein Trekkingstock, halt durch einen Trekkingstock ersetzt. Das sind so ein modernes Knopf-Off, was man halt eben da hat einfließen lassen, auch modernere Materialien verwendet. Aber das grundsätzliche Design ist noch mehr oder weniger so wie vor 50 Jahren. Und das heißt, das hat Hilleberg schon so erfunden. Also auch dieses Lanshan 2 ist letztendlich eine Empfindung von namentlich tatsächlich dem Hilleberg-Gründer Bo Hilleberg. Der voll ausgesprochen heißt er mit dem Namen noch ein bisschen anders, aber im englischsprachigen Raum nennt er sich meistens nur Bo, weil ihn keiner korrekt aussprechen kann. Gut, wie auch immer, jedenfalls jedes Doppelwandzelt, ne, mit Innenzelt ist letztendlich der Erfindung von Bo Hilleberg. Ja, der hat das Konzept des Doppelwandzeltes erfunden. Und der arbeitet bis heute im Unternehmen mit. Und den Erfinder des modernen Trekkingzelts. Natürlich gibt es inzwischen auch schon noch modernere Trekkingzelte, die nur noch Einwandzelte sind, was auch Vorteile hat. Ja, gar keine Frage. Aber das ist einfach ein derartiger Klassiker. Das ist derart bewährt. Und da haben so viele Leute mit große Abenteuer erlebt. Und ne, mit diesem Zeltdesign wurde zum ersten Mal die Antarktis vollständig durchquert, beispielsweise. Ne, nur so mal als kleine Randnotiz. Ja, aber zurück zum Thema. Für 300 Euro oder was, da kriegst du ein Markenzelt
viele Markenzelte kriegst du sowas so um die 300 Euro. Da geht es dann so ungefähr los. Da hast du Sicherheit, dass sie eine Produktendkontrolle gemacht haben. Da hast du ziemliche Sicherheit, dass sie auch halbwegs vernünftige, ausgebildete Leute da dran hatten mit dem Nähen. Und die Zelte sind sehr gut. Ja, teilweise sind sie auch prima. Aber du kommst auf vielleicht so 80, 85, von mir aus auch 90% von dem, was ein perfektes Zelt ausmachen könnte. Also 90% Perfektion, sicherlich schon im Mittelklasse, im Mittelpreissegment der Outdoor-Zelte. Also da wären dann halt eben so, MSR ist inzwischen ja auch schon ziemlich teuer geworden, aber VD zum Beispiel, die haben ja auch zum Teil Zelte, Salewa, zumindest hatten die mal noch halbwegs Mittelpreissegment-Zelte. Die ollen Jack Wolfskin-Dinger, sofern man die heutzutage noch findet. Und Jack Wolfskin, das ist ja deutlich ruhiger geworden, war zu meiner Zeit, als ich das hier gekauft habe, ja die einzig gangbare Alternative, ich hatte es erzählt. Die sind auch nach wie vor eigentlich relativ günstig zu haben, vielleicht so im unteren Drittel des Preissegments, bei wirklich, wirklich ordentlicher Qualität. Ne? So, also die letzten 10% zur Perfektion, die kosten noch mal unendlich viel Geld obendrauf gefühlt. Aber so ist es nun mal. Ja? Wenn du das Beste vom Besten haben willst, dann kann derjenige, der das Beste vom Besten verkauft, letztendlich dafür auch deutlich mehr verlangen, als das Material und die Arbeitszeit überhaupt wert sind, weil da auch die Erfahrung dazu gehört. Man bezahlt eben bei Hilleberg unter anderem mit, so geht's mir, so habe ich zumindest das Gefühl, dass du halt den Erfinder von dieser Art Zelt im Unternehmen hast, dass der da drüber guckt und der sagt, ja, das ist gut, dass der 60 Jahre oder älter, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber gefühlte mindestens 60 Jahre Erfahrung im Outdoor-Bereich und mit Zelten hat, dass die ganze Familie seit ihrer Kindheit und die Petra Hilleberg, die aktuell die CEO ist, also die Geschäftsführerin von Hilleberg, die rennt auch seit frühester Kindheit in der Landschaft rum, in der Wildnis mit Hilleberg-Zelten logischerweise, ihr Bruder ebenfalls ist auch noch im Unternehmen, also die ganze Familie ist quasi, ne, also man könnte böserweise behaupten, die wären im Zelt gezeugt worden. Ne? Vielleicht gar nicht so unrealistisch. Ne, aber das wäre jetzt natürlich viel zu ein Eingriff in die Privatsphäre. Ja, aber sowas bekommst du dann halt eben für die zusätzlichen Euros noch. Ne? Eine Geschichte dahinter, ein Unternehmen, dem man vertrauen kann, einen Namen, ein Qualitätsversprechen, dem ich persönlich traue. Das muss, so viele Unternehmen kenne ich nicht, bei denen ich noch wirklich oder auch viele, viele andere Kunden nach wie vor einfach davon ausgehen, dass die Qualität passt und dass die keine Sekunde daran zweifeln, dass das, was sie hier gerade gekauft haben, einfach die bestmöglichste Qualität, die irgendwie vorstellbar auch hat. Und drum eben solche Details wie der Name desjenigen, der es genäht hat, im Zelt, wo man dann nachlesen kann, wer hier eigentlich für verantwortlich ist, dass derjenige sich auch traut, wirklich mit seinem Namen dafür zu stehen, dass das eine super tolle Qualität hat. Die modernen Hilleberg-Zelte haben zwei Namen. Da steht nämlich einmal drin, wer es genäht hat. Und dann steht nochmal außen am Packsack, wer es kontrolliert hat. Das Ding wird aufgebaut. Das Ding wird minutiös mit der Lupe gefühlt abgesucht, ob da nicht doch noch irgendein kleiner Fehler dran ist. Es wird reingelegen. Es wird geguckt, dass alles passt. Es wird geguckt, dass sämtliche Strippen die richtige Länge haben. Es wird wirklich alles komplett auf- und abgebaut. Und dann erst geht's in den Handel. Ja, und auch das quittiert eben der Kontrolleur dann wieder mit seinem Namen. Und das sind einfach so Details. Braucht man das? Nein, bestimmt nicht. Ne, bestimmt nicht. Braucht man einen Porsche? Nein, braucht man nicht. Ist ein Porsche hervorragend verarbeitet? Oder keine Ahnung, irgendein anderes. Ich kenne mich doch mit Autos nicht aus. Ne, sucht euch irgendein anderes Top-Produkt, das viel teurer ist, als es eigentlich sein dürfte vom Materialwert her, aus. Und da ist es ja fast immer so, dass die dann sauteuer sind. So. Und jetzt kann man sich eben tatsächlich fragen, ob denn überhaupt so ein Hilleberg-Zelt denn wirklich noch unendlich teuer ist, wenn man sich anguckt, wie lang die halten. Ich sitze hier ja drin. Ja? Das ist wirklich, wirklich noch in Ordnung. Ich würde jederzeit, wenn ich noch meine Solo-Tour vorhätte und meiner Naris nicht leider dasselbe liegen würde, wegen technischem Fortschritt. Es gibt keinen Grund, mit dem Akto loszuziehen, wenn man seiner Naris das gleiche Gewicht mitschleppen kann. Leider. Ja. Das heißt leider. Natürlich ist das irgendwo schön, dass ich in zwei Personen Zelt schleppen kann, dass das gleiche wiegt wie mein damals wirklich unvorstellbar leichtes Ein-Personen-Zelt. Ja, das ist für mich ja schon gut. Aber dadurch hat natürlich jetzt hier mein Akto ein kleines bisschen an
an Sinn verloren. Aber es bleibt ein schönes Nostalgiezelt und es bleibt immer ein Moment der Freude, wenn ich das Ding aufstelle und einfach ein Erinnerungsstück auch, um sich zu erinnern, was hat man denn mit diesem Zelt schon nicht alles erlebt. Ja? Und da möchte ich vielleicht wirklich nochmal erwähnen, das ist vielleicht einfach, das ist eine Investition, es ist ein Gegenstand, der einem ans Herz wächst. Jetzt sollten einem Gegenstände sicherlich nicht allzu sehr ans Herz wachsen. Und natürlich ist ein Zelt nicht ein Freund. Ja, aber viele schlechte und hervorragende Zeiten meines Lebens habe ich eben erlebt in Kombi oder in oder zumindest davor oder mit dem Ding auf dem Rücken mit diesem Zelt. Ja, dass das jetzt wirklich noch funktioniert und dass das noch tadellos aufbaubar ist, hier im Wind steht, als gäbe es überhaupt nichts, als gäbe es keinen, ja, das ist einfach großartig. Das fühlt sich einfach so toll an und in meinem Fall kommt natürlich noch emotional dazu, dass das ein Geschenk von meinem Vater war, der nicht mehr lebt und es funktioniert immer noch. Und mein Vater ist ja auch maßgeblich der Grund für den ganzen Outdoor-Krempel und die ganze Outdoor-Begeisterung, die ich nun mal habe. Von daher stecken da schon viele, viele Emotionen drin. Ja, aber und die kaufe ich mit. Ja, aber ist das wirklich so viel Geld wert? Ja, das muss man dann letztendlich halt selber wissen. Ja. Ob einem dieses letzte bisschen, diese 10% besser als die anderen, ob einem das wirklich so viel mehr Geld wert ist? Großes Hm. Gut, das wär's gewesen. Abschließend, ich würde sagen, ja. Ich habe mir auch noch mal eins gekauft. Ich habe mir lange keins gekauft. Warum nicht? Ja, war mir ja schlicht und ergreifend zu teuer. Ja, aber jetzt noch mal ein beziehungsweise jetzt zum ersten Mal wirklich von eigenem Geld, von eigener Arbeit, mir... Ja, plus minus mühsam, ich mache meinen Job ja sehr gerne, aber plus minus mühsam zusammengespartem letztendlich. Das hat sich auch schon toll angefühlt, muss ich sagen. Sich dann trotzdem auch wirklich so ein Zelt leisten zu können und eben nicht nur auf ein Geschenk von Vater angewiesen zu sein. Und da werde ich auch bestimmt mit meinem neuen aktuellen Anaris bestimmt auch eine sehr, sehr gute Zeit haben und dann gemeinsam mit Frauen, das ist ja ein Zwei-Personen-Zelt, auch auf viele, viele, viele Jahre der Nutzung des neuen Zeltes zurückblicken können. Und wenn man bedenkt, was man da bekommt für seine 700 Euro, die das Ding gekostet hat, ist mir das eigentlich nicht so teuer. Kann ich nicht behaupten. Ja. Ich finde das sogar gar nicht mal überhaupt teuer. Irgendwo. Ne? Es ist halt eine langfristige Investition. Es lohnt sich selbstverständlich auch nur dann, wenn man auch weiß, dass man das Zelt lange, 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 lange benutzen möchte und wird. Und das sind so die Voraussetzungen. Aber jetzt schweife ich vom Thema ab. Ich hoffe, ich wollte schon Tschüss sagen, aber ihr kennt das ja. Und bei so Gerümpel philosophischem Gelaber, da schweift man ja sowieso schnell ab. Gut, also. Ich wünsche euch was, das nochmal zu den Hintergründen von Zeltologie sozusagen und bis zum nächsten Mal. Wir hatten ja lange kein langes Gier-Gelaber-Video mehr, ne? Tschüss.